Haben Sie Lust auf Urlaub? Da haben wir vielleicht was für Sie. Wir sind nämlich unterwegs zum wahrscheinlich einsamsten Hotelzimmer der Welt, mitten im Ozean vor der Ostküste Afrikas und auch noch unter Wasser. Wie sich Urlaub 4 Meter unter dem Meeresspiegel anfühlt und wer dort überhaupt übernachtet, das wollten wir herausfinden und sind natürlich hingefahren. Die Reise führt uns nach Tansania. Das Ziel Sansibar, genauer die Tropeninsel Pemba. Hier liegt das wahrscheinlich ungestörteste Hotel der Welt. Über holprige Straßen geht's durch den Dschungel Richtung Norden. Wir fahren zum Manta Resort, dem exklusivsten Urlaubsort auf Pemba. Wir sind verabredet mit Matthew South. Hier hat er sich seinen Traum erfüllt, ein Luxusresort und ein Hotel unter Wasser. Wo ist euer Unterwasserhotel? Da draußen, willst du es sehen? Klar. Das Resort hat insgesamt 16 Apartments am Strand. Das Highlight aber liegt 250 Meter davor, die Suite im Meer, im sogenannten Blue Hole. Eine natürliche Vertiefung im Riff, in der das kleine Hotel im Wasser schwebt. Das ist ein ganz besonderer Platz. Wir haben die komplette Ostküste Afrikas abgesucht, um diesen einen perfekten Ort für das Zimmer zu finden. Dafür verlangt Matt einen stolzen Preis. Die Übernachtung für 2 Personen kostet 1.400 Euro. Wer leistet sich diesen Luxus für eine einzige Nacht? Vor allem Ehepaare in den Flitterwochen, die, na klar, ungestört sein wollen. So wie Damien und Nerik aus Südafrika, die wir an der Hotelbar treffen. 6 Tage die Woche kümmert sich Ressortmanager Selle um die Gäste. Heute exklusiv um das Brautpaar. Ich bringe euch zum Unterwasserhotel. Wir gehen mit Selle und dem Brautpaar zum Strand. Ein Traum aus feinstem Korallenstaub. Für viele Urlauber wäre das schon der Höhepunkt der Reise. Aber wir sind wegen des Hotels unter Wasser hier. Der einzige Weg dorthin, ein Taxiboot. Die Hochzeitsreise nach Pemba hat sich Nerik schon immer gewünscht. Die Nacht in der Unterwassersuite war eine Überraschung von Damien. Ich glaub's nicht. Wir übernachten mitten im Ozean. Das sind die Schlüssel fürs Hotel. Ich gebe euch jetzt gleich eine kleine Führung. Und dann seid ihr 2 komplett allein und ungestört. Naja, nicht ganz. Wir sind ja noch dabei. Wir folgen Nerik auf das Unterwasserhotel. Wirkt ein bisschen wie ein Hausboot. Wackelt. Kein Wunder. Denn das schwimmende Hotel hängt nur an 4 Ankerketten fest. Je stärker die Wellen, umso mehr schaukelt es. Zweisamkeit mitten im Ozean. So fühlt sich Freiheit an. Das Gefühl gibt's gratis dazu bei der offenen Kaltwasserdusche. Alles ist mehr zweckmäßig als super luxuriös. Aber eine kleine Minibar darf selbst hier nicht fehlen. Vom Lounge-Bereich folgen wir Ressortmanager Selle und dem Brautpaar aufs Sonnendeck. WLAN gibt's im Unterwasserhotel übrigens nicht. Aber wen stört das schon? Denn der Ausblick von hier oben ist grenzenlos. Hier könnt ihr ins Meer springen. Einfach springen. Hättest du wohl gerne. Damien und Nerik sind im Flitterwochenmodus. Aber was, wenn einer von den beiden auf dem schwankenden Hotel seekrank wird? Dann ist Schluss mit romantischer Zweisamkeit. Seekrank werde ich nicht. Es schaukelt ja auch kaum, obwohl der Wind stark geht. Ich hoffe nicht. Ich weiß, es ist sehr gemütlich. Doch richtig gemütlich wird's unten im Unterwasserraum. Also wieder runter zum Lounge-Deck. Hier irgendwo soll der Eingang sein. Eine Treppe haben wir nicht gesehen. Wie kommen Damien und Nerik ins Schlafzimmer unter dem Meeresspiegel? Etwa durch diese unscheinbare Tür? Nein, hier geht's zur Toilette. Wäre jetzt nichts Besonderes, wenn die Gäste das Spülwasser nicht selbst nachkippen müssten. Glamourös ist das nicht gerade. Jetzt gehen wir runter. Gleich ums Eck ist der Eingang zur Unterwassersuite. Ich gehe als Erster runter. Dann folgt mir jeder einzeln.
Erst wenn ich unten bin, kommt der Nächste. Über eine einfache Treppe zwängt sich Selin nach unten. Einen Aufzug gibt es hier auf hoher See nicht. Okay, du kannst jetzt kommen. Nerik wagt sich als Erste in den engen Schlund. Der Eingang ist definitiv nichts für Klaustrophobiker. Willkommen. Wow. Das ist fantastisch. Ein kleiner Fisch. Nerik ist schwer beeindruckt. Und Damien? Es ist kalt. 20 Grad, wegen der Klimaanlage. Ziemlich cool. Schau, der Fisch da unten. Ich bin gleich voll entspannt. Ich fühle mich wie in einem Aquarium. Ja. Und ich bin mittendrin. Und die Fische beobachten uns, nicht umgekehrt. Fantastisch. Und so sehen die Fische die beiden. Dazwischen ist 6 cm dickes Glas. Angst, dass die Scheiben brechen könnten, hat das Pärchen nicht. Schau, ein Krake. Das ist cool. Das Hotel stört die Fische nicht. Im Gegenteil, sie finden hier Schutz. So profitieren alle. Die Fische haben einen neuen Lebensraum und die Besucher sehen eine tropische Unterwasserwelt. Wir haben genug gesehen und stören das Flitterwochenpaar nicht länger. Sollten die beiden Hilfe brauchen, per Handy ist Sele 24 Stunden für sie da. Manchmal, das passiert wirklich ganz selten, rufen uns Paare an, weil sie seekrank sind. Dann holen wir sie ab, auch um Mitternacht. 2 Kilometer weiter im Hotel kümmert sich Chefkoch Bob um das Abendessen. Oh, wow! This is nice fish. Das ist ein schöner Fisch. Sehr schön. Ein Dorado. Ist das der Fang des Tages? Okay, den bringe ich gleich in die Küche und mache was Schönes draus. Das Honeymoon-Menü, Meeresfrüchte und alles, was im tropischen Meer schwimmt. Auf den Teller kommen Hummer, Garnelen und der Dorado. Und was macht unser Ehepaar? Muss doch langweilig sein, vom Schlafzimmerfenster aus nur Fische anzuschauen. Hallo! Mit Hotelier Matt und dem Brautpaar fahren wir zu einem Schnorchelausflug. Das Riff rund um das Ressort ist eine Schutzzone. Angeln oder Fischen mit Schleppnetzen ist verboten. Dafür bekommen die heimischen Fischer Geld von den Schnorcheltouren. Und die Touristen unberührte Korallenbänke. Wir fahren zum Skorpionfelsen. Der ist etwa 3x4 Meter groß. Dort gibt es sehr viele Skorpionfische, deswegen der Name. Aber auch viele andere Fische. Der Ausblick auf dem Hotel war schon der Hammer. Aber das Erlebnis unter Wasser toppt alles. Es ist wie im Aquarium. Doch Damien und Nerik müssen vorsichtig sein. Es gilt nur schauen, nicht anfassen. Denn auch giftige Skorpionfische tummeln sich im Korallenriff. Tödlich ist ein Stich nicht, aber mit den Flitterwochen wäre es dann definitiv vorbei. Unser Brautpaar schnorchelt weiter. Wir werfen wieder einen Blick in die Küche. Chefkoch Bob packt das Honeymoon-Dinner in Plastikgeschirr. Nicht gerade die 5-Sterne-Deluxe-Variante, aber so kommt das Essen sicher im Hotel an. Auf Wunsch von unserem Brautpaar erst am Abend für ein Dinner unter den Sternen. Ressortmanager Sele übernimmt den hoteleigenen Lieferservice. Mit dem Boot geht es wieder raus ins Meer zum Unterwasserhotel. Und wir sind noch ein letztes Mal dabei. Selbstverständlich gehört zum Abendessen eine Flasche Champagner. Ein bisschen Luxus muss sein. Aber hat das Brautpaar so allein im Dunkeln keine Angst? Hilfeschreie hört hier draußen im Ozean niemand. Den Sonnenuntergang sehen, Fische beobachten, das ist so entspannt. Es fährt auch ein Patrouillenboot. Wir fühlen uns total sicher. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir die beiden in ihrer ersten Honeymoon-Nacht alleine lassen. Wie Damien und Nerik diese verbringen, das wissen nur die Fische. Beim ungestörtesten Hotel der Welt. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde,
Jetzt könnt ihr Abo abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken. Es gibt Neues aus der Galileo-Welt.